Jetzt schauen wir auf die aktuelle Lage in Nordhessen, denn es gab eine Bluttat. In Schwalmstedt-Treser fielen in einem Aldi-Supermarkt Schüsse. Die Polizei meldet dort 2 Tote. Unser Reporter Stefan Weber ist jetzt vor Ort und mir zugeschaltet. Stefan, was weiß man aktuell über den Tathergang? Ja, gegen 13 Uhr ist eine Frau in den Aldi-Supermarkt gelaufen, ist verfolgt worden von einem Mann, hat um Hilfe geschrien. Es gab auf einmal Knallgeräusche laut Augenzeugen. Gleich danach ging der Notruf bei der Polizei ein. Als die Polizei hier eintraf, hat man 2 Leichen vorgefunden. Es ist aktuell große Aufregung im Supermarkt. Die Zeugen werden nebenan in einem Café betreut und auch befragt von der Polizei. Die Spurensicherung ist hier aktuell vor Ort. Was man aktuell weiß, handelt es sich um eine 53-jährige Frau und einen 58-jährigen Mann. Wie die zueinander stehen, ob die in einer Beziehung waren oder auch verheiratet, ist noch alles unbekannt und muss jetzt noch ermittelt werden. Stefan, wir sehen hier auch die aktuellen Bilder von vor Ort, von diesem Aldi-Supermarkt. Vielleicht kannst du uns einmal die Gegend und auch den Ort ein bisschen beschreiben. Wo ist das Ganze passiert? Ja, das Ganze ist hier außerhalb ein bisschen der Ortschaft. Man ist hier ein Aldi-Markt, hier sind mehrere Supermärkte in der Straße. Warum man sich genau den Aldi-Supermarkt natürlich ausgesucht haben, ist auch noch unklar. Aber es ist eine ruhige Gegend. Hier handelt es sich so viel um Eisenbahner. Ich habe jetzt hier schon mit Anwohnern gesprochen, die sehr geschockt sind, was hier passiert ist. Und manche haben auch Angst, jetzt wieder einkaufen zu gehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dennoch hat ja der erste Polizeisprecher bereits offiziell auch Entwarnung gegeben, dass eben keine Gefahr jetzt eben für andere Menschen besteht. Das zumindest zu diesem Zeitpunkt die Information. Wir haben jetzt gerade auch gesehen, es sind noch viele Polizisten vor Ort. Wie geht es denn da jetzt weiter? Ja, aktuell ist die Spurensicherung jetzt hier eingetroffen. Auch das LKA wird hier kommen und die Spuren sichern. Wir haben aktuell jetzt gerade gesehen, dass eine Drohne geflogen ist. Es werden noch Luftaufnahmen gefertigt. Wie gesagt, die Zeugen hier im Café werden noch befragt, ob sie was Genaueres gesehen haben. Also Fakt ist, was man weiß, die Frau ist in den Supermarkt gegangen, ist verfolgt worden von einem 58-jährigen Mann. Und es kam zu Knallgeräuschen, dass wahrscheinlich dann auch die Schüsse waren. Als die Polizei eintraf, hat man nur noch 2 Leichen gefunden. Ja, wir haben bereits von einer Zeugin gehört, dass viele der Supermarktkunden im ersten Moment gar nicht wussten, was los war. Im ersten Moment dachten, es ist irgendwas umgefallen, es gab Scherben. Und dann, als sie eben gehört haben, dass Schüsse gefallen sind, dann ja tatsächlich auch in Panik verfallen sind. Vielen Dank, Stefan Weber, für die aktuellen Informationen von vor Ort. Und wir bleiben natürlich dort, um Sie darüber auf dem Laufenden zu halten.